Also ich denke, wir müssen auch Mobilität neu denken. Das braucht einfach verzahnte Konzepte, dass man auf einfache Art und Weise, auf Convenience-Weg Ziele erreicht, die man sich setzt. Das kann ein Auto sein, muss kein Auto sein, weil ich glaube, wir finden es alle nervig, in die Innenstadt zu fahren, keine Parkplätze zu finden, alles zu eng. Aber es darf natürlich nicht eine Park-and-Ride-Lösung geben, die nur einmal die Stunde funktioniert. Deshalb muss ich da neue Wege gehen und auch die Ideen, die über Uber geboren sind oder diese Shared Economics-Fragen, ich glaube, die sind sehr wichtig. Für die Stadt wie fürs Land, weil es ist auch nicht mehr zeitgemäß, einen Bus mit 50 Sitzplätzen nachts um 11 Uhr mehr oder weniger für einen Fahrgast fahren zu lassen. Da brauche ich halt auch digital basierte Lösungen. Wenn man sagt, okay, 5 Mann haben jetzt dasselbe Ziel, dann werde ich auch eine Möglichkeit finden, sie autonom fahrend oder gesteuert fahrend dorthin zu transportieren. Und unsere Innenstädte quellen ja über, voll Menschen, voll Autos. Und auch deshalb streben wir die Verzahnung zwischen ländlichen und städtischen Räumen sein. Da bin ich in einer halben Stunde, kann ich in Thüringen fast jedes Ziel erreichen. In München brauche ich oder in Berlin brauche ich Stunden, um die Stadt durchqueren in der sogenannten Rush Hour. Also um die Zeit, wo wir jetzt hier sitzen, brauche ich eine halbe Stunde bis zum Bahnhof Zoo. Das sind 5 Kilometer. Das macht auch keine Freude. Also denkt neu und deutsche Ingenieure, deutsche Tüftler werden da schon tolle Lösungen für finden.